50 Jahre lang hat die Ramede-Talbrücke im Sauerland Autos und Lkw auf der A45 tapfer getragen. Jetzt ist sie alt und verbraucht. Vielleicht wäre sie zu retten gewesen, wenn die Verkehrsminister in Düsseldorf früher reagiert hätten. Nun ist es zu spät. 3, 2, 1, Zündung! Und jetzt? Die Lebensader der Region unterbrochen. Für weitere Jahre. Anwohner und Unternehmer drängen auf Lösungen. Warum bekommen sie keine Antworten? Warum dauert das alles so lange? Die Ramede-Talbrücke im Oktober 2022. Da ist sie schon seit fast einem Jahr gesperrt. Man sieht es ihr nicht an, aber ihr Tragwerk hat an mehreren Stellen Beulen, Risse und Korrosionsschäden. Diese Brücke kann nie wieder für den Verkehr freigegeben werden. In meinem Berufsleben habe ich das noch nicht erlebt und das ist mir auch sehr schwer gefallen. Die Autobahn GmbH des Bundes trägt die Verantwortung für die Ramede-Talbrücke. Zum ersten Mal ist eine Autobahnstrecke für Jahre unterbrochen. Es ist ja nicht eine kleine possierliche Brücke über einen murmelnden Bach im Sauerland, sondern das ist die Lebensader in einer starken Industrieregion. 64.000 Fahrzeuge sind täglich über die Brücke gefahren. Für 25.000 wurde sie gebaut. Ich habe eine hohe Sensibilität für dieses Problem und deswegen ist das vom ersten Tag an bei uns im Haus Chefsache. Chefsache. Aber es dauert 8 Monate, bis der Bundesverkehrsminister die gesperrte Brücke besucht. Im August 2022 lässt er wissen, die Brücke soll am 18. Dezember gesprengt werden. Dafür muss ein Fallbett errichtet werden. In diesem fast schon alpinen Gelände eine Herausforderung. Ende 2026 soll eine neue Brücke stehen. So ist es geplant. Ein Künstlerkollektiv hat eine Botschaft hinterlassen. Lasst uns Brücken bauen. Doch das ist nicht so einfach. Seitdem die Brücke gesperrt ist, gibt es eine Bedarfsumleitung. Und die geht 9 Kilometer mitten durch Lüdenscheid. 20.000 Fahrzeuge fahren täglich durch die Stadt, davon rund 6.000 Lkw. Für die Menschen, die an der Strecke wohnen, eine Katastrophe. Heike und Carsten Prillwitz müssen jetzt schon seit einem Jahr den Lärm und den Gestank ertragen. Das Haus selber, das ist unser, wo wir hier wohnen. Und das haben wir uns ja auch fürs Alter alles zurechtgelegt, alles wunderbar. Wir wohnen jetzt 27 Jahre hier. Wenn wir jetzt angenommen eine Mietwohnung hätten, dann wären wir schon lange weg. Es macht einen krank, es macht einen wahnsinnig. Die Nerven sind dünn. Man hat den ganzen Dreck vor der Tür, man hat keine Ruhe mehr. Man kann gar nicht mehr vor die Tür gehen. Weil es ist einfach nicht auszuhalten. Der Lärm ist so wahnsinnig. Das Bremsen, Quietschen und das ist einfach unerträglich. Wir versuchen mitunter auch schon mal zu flüchten, dass man mal eine kurze Urlaubsreise macht oder sowas. Und mittlerweile ist das so, wenn man im Urlaub ist, wo auch mal ein bisschen lauter ist, dass dann das schon nervt, sage ich ganz einfach, weil man seine Ruhe haben möchte. Und seit einem Jahr will es einfach nicht aufhören. Nicht einmal nachts. Ja, 21.05 Uhr. Der Wahnsinn geht weiter.
23:06 Uhr. Kai Wehrmann ist regelmäßig auf der Umleitungsstrecke unterwegs. Er transportiert Stahl und Eisen für ein Logistikunternehmen in Hagen. Jetzt dauert's. Ich glaube auch die ganzen Firmen hier in Lüdenscheid, die hauen ja auch immer mehr ab. Es gibt ja schon Leute, die ihren Job kündigen, nur wegen dem Stau. Fahrermangel ist ja sowieso. Und dadurch wird es nicht besser. Deswegen gleich da durch den Berufsverkehr, durch Lüdenscheid, das ist schon geil. 200 Meter in 5 Minuten, geht doch. Der Dauerstau in Lüdenscheid beeinträchtigt nicht nur Spediteure, sondern auch Unternehmen, die auf Zulieferungen angewiesen sind. Zum Beispiel die Firma Kemper. Seit 1888 produziert sie an diesem Standort. Thomas Müchler hat das Unternehmen gerade erst an seine Söhne übergeben. Ja, wir sind Spezialisten der Drahtumformtechnik. Wir stellen Drahtbiegeteile her. Unter anderem für die Automobilindustrie, für die Elektroindustrie. Wir beliefern im Prinzip weltweit Spezialteile. Ohne Spezialteile aus der Region hier würde auf der Welt sich kein technisches Gerät bewegen. Auch das Bobbycar wäre da nicht mehr fahrtüchtig. Kemper produziert ein wichtiges Bauteil für die Lenkung des Kinderautos. Ja, sind gerade dabei, in die fünfte Generation, ich bin die vierte, in die fünfte Generation zu gehen. Und so ein Start hätte ich mir auch anders vorgestellt für meine Söhne. Aber wenn sie das jetzt durchstehen, dann kann kommen, was will. In Südwestfalen gibt es viele Familienunternehmen und mehr als 150 Weltmarktführer. Sie produzieren Dinge, die jeder kennt. Wie Leichtmetallräder, Fahrradleuchten, Sicherheitsgurte, Heftzwecken, Zweiradschlösser. Südwestfalen ist ja die stärkste Industrieregion in Nordrhein-Westfalen. Und streiten wir uns noch ein bisschen auf Platz 3 oder 4 in der Bundesrepublik. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir zahlreiche Weltmarktführer haben, die ganz wichtig sind für viele Wertschöpfungsketten. Automobilzulieferindustrie, die Drahtindustrie, die hier einen Schwerpunkt hat, Kaltwalzwerke. Also wir haben ganz, ganz viele Spezialitäten, gerade im Bereich Metall, Be- und Verarbeitung, aber auch im Bereich der Kunststoffindustrie, die ganz wesentlich und wichtig sind für viele Industrien in der Bundesrepublik. Zwölf Kilometer von Lüdenscheid entfernt, in Herscheid, sitzt die Firma Alberts. 1852 gegründet und mit 500 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Ort. Ja, wir sind ein Familienunternehmen, sitzen hier in Herscheid im Sauerland zwischen Lüdenscheid und Plettenberg. Wir sind jetzt 170 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Metallverarbeitung von Anfang an. Wir stellen her die Produkte, die man braucht, um mit Holz was zu bauen. Beschläge zum Bauen mit Holz ist so die Überschrift. Zum zweiten Zäune und Zaunsysteme. Und zum dritten Profile für Selbermacher und für den Innenausbau. Mehr als 7000 Produkte stellt die Firma Alberts her. Man findet sie in jedem Baumarkt. Gemacht, um zu halten, heißt ihr Motto. Bislang hat Dietrich Alberts jede Krise überstanden. Doch die Sperrung der Brücke ist eine große Herausforderung. Also wir machen uns schon Sorgen darum, wie wird das mit den Mitarbeitern weitergehen, wie lange akzeptieren die das. Und wir haben eben Angst in der Industrie, dass die Leute sagen, Mensch, Lüdenscheid, das ist einfach gefährlich, da brauchst du lange Anfahrtzeiten, das kostet viel Umweg, meine Fahrt zur Arbeitsstelle verdoppelt sich oder wird noch länger. Und wir haben auch die Angst, dass einfach Bewerber nicht mehr kommen, weil sie denken, Nähe A45, das ist nicht gut, da müssen wir uns was anderes suchen. Beschäftigte, die jetzt eine längere Anfahrt haben, bekommen eine Ausgleichszahlung. Auch über einen Standortwechsel hat Dietrich Albert schon mal nachgedacht. Wenn wir das Unternehmen mit einem Hubschrauber in die Luft heben könnten und woanders absetzen könnten, ja, also das ist nicht
möglich, denn wir sind hier am Standort groß geworden, gewachsen und wir haben natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern der Kommune als größter Arbeitgeber hier im Ort in Herscheid. Dietrich Alberts ist in der Region aufgewachsen, hat sogar die Taufe der Rahmedetalbrücke erlebt. Ich habe als Schüler miterlebt, wie die Brücke in Betrieb genommen wurde. Das ist eben, ich glaube, 1971 gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war damals der große Erfolg dieser Region, endlich an das deutsche Autobahnnetz angeschlossen zu werden. Denn wir sind ja zwischen Frankfurt und Dortmund früher nicht angeschlossen worden. Und jetzt sind wir auch nicht mehr angeschlossen, weil die Brücke kaputt ist. Feierlich eröffnet Bundeskanzler Willy Brandt am 25. Oktober 1971 die A45, die Sauerlandlinie. Jetzt gibt es eine direkte Verbindung zwischen dem Westen und dem Süden Deutschlands. Endlich sind auch die Unternehmen in Südwestfalen an das Autobahnnetz angeschlossen. Schon bald wird die A45, auch wegen ihrer imposanten Brücken, Königin der Autobahnen genannt. Mit der Sperrung der Rahmedetalbrücke wird diese direkte Verbindung vom Ruhrgebiet ins Rhein-Main-Gebiet wieder unterbrochen. November 2022. Die Rahmedetalbrücke, heißt es jetzt, kann doch nicht im Dezember gesprengt werden, so wie eigentlich geplant. Elfriede Sauerwein-Bragsieg von der Autobahn GmbH gibt eine Pressekonferenz. Das ist hier ein sehr schwieriges Gelände. Wir haben also erheblichen Grunderwerb tätigen müssen. Die Grunderwerbsverhandlungen haben länger gedauert als erwartet. Und letztlich hat es mit der Vergabe der Sprengung, bis wir ein Unternehmer hatten, auch etwas länger gedauert. Wir haben ja letztlich die Vergabe erst im Oktober tätigen können. Und dann im Dezember, bei dem, was ich an Arbeiten gerade schilderte, ist unrealistisch, dass dann eine Brücke gesprengt werden kann. All diese Themen haben wir abgearbeitet und ich bin stolz und sage meinem Team und auch den beteiligten Behörden danke, dass wir so schnell das geschafft haben. Weil den Bewohnern kommt es langsam vor. Klar. Weil die halt leiden. Ja klar, und die haben es ja nicht mitgekriegt, was wir alles gemacht haben. Das ist es, was die Menschen in Lüdenscheid nicht verstehen. Dass sie nicht erfahren, warum irgendetwas nicht geht. Eine offenere Kommunikation würde den Betroffenen helfen. Sie selbst können ja nichts tun. Sie müssen die Situation ertragen. Oh, alter Falter. Mir tut's ja wirklich nicht viel, oder? Auch Kai Wehrmann kommt mal wieder nicht weiter. Also früher habe ich mit so einem Auto locker meine 6 Kunden am Tag gehabt. Das kann ich mir jetzt kriegen. Das schaffe ich höchstens 3. Jetzt haben wir das natürlich alles nochmal hier runtergesetzt auf 30 wegen Lärmschutz. Aber vom Gefühl her finde ich es noch lauter als vorher. Also ich kann nicht schon verstehen, dass sie die LKWs hier weghaben wollen. Aber was bleibt uns? Als teilweise wirklich hierher zu fahren. Wer jetzt hier wohnt, an der Straße, direkt hier. Wahnsinn. Martin Krings wohnt direkt hier an dieser Straße. Ein Jahr kann schnell rumgehen, aber in unserem Fall ist das nur vorbeigekrabbelt. Und ich muss sagen, von dem Super-GAU, den wir letztes Jahr im Dezember erlebt haben, bis heute, das hat mich verändert. Ich bin krank geworden Anfang des Jahres, Hörsturz, Bluthochdruck, andere Dinge, die dazukommen. Man schläft nicht mehr. Weil er nachts nicht mehr schlafen kann, ist Martin Krings mit seiner Kamera unterwegs. Beobachtet den täglichen Wahnsinn vor seiner Haustür.
Die Situation hier ist ja eine Naturkatastrophe vergleichbar. Und man kann solchen außergewöhnlichen Situationen nur mit außergewöhnlichen Maßnahmen auch begegnen. Der Bundesverkehrsminister hat gesagt, das ist Chefsache. Ja, ich war dabei, als Herr Dr. Wissing bei uns in Lüdenscheid war. Also, ich fand den Termin gut, gerade weil er sich unsere Sorgen auch angehört hat. Und ich fand es dahingehend gut, es hat ihn offensichtlich berührt. Im August 2022, 8 Monate nach der Sperrung, hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Rahmedetalbrücke zum ersten Mal besucht. Für manche viel zu spät. Vor Ort gab es Proteste. Das heißt, wir können jetzt alle nicht mal mehr einmal einen Ausflug machen, irgendwohin, weil wir immer eine Stunde im Stau stehen, um aus unserer Stadt rauszukommen. Ich bin selbst jemand, der sehr lärm- und geräuschempfindlich ist. Und ich kann mich sehr gut in Menschen reinversetzen, die unter Verkehrslärm leiden. Und die Menschen haben auch sehr verzweifelt mit mir gesprochen. Und mich hat das schon sehr betroffen gemacht, dass man in dieser Situation kurzfristig nicht helfen kann. Und er hat die Stimmung aus Lüdenscheid mit nach Berlin genommen und hat zu dem Zeitpunkt auch versprochen, dass er das zur Chefsache machen will und dass er unsere Ideen, es waren wirklich 3, 4 Mitbürger da, die konkret was vorgetragen haben, und er hat gesagt, schicken Sie mir das Konzept zu, wir werden im Ministerium prüfen, inwieweit wir das umsetzen können. Und leider haben wir seitdem aus Berlin nichts mehr gehört. Kein einziger Vorschlag wurde übersehen oder überhört. Und ich habe meine Mitarbeiter auch gebeten, alles, was man umsetzen kann, umzusetzen. Das, was den Menschen vor Ort wirklich hilft, ist, wenn die Umleitungsstrecken optimiert werden. Aber klar ist auch, dass die Verantwortlichen vor Ort sich schwer damit tun, den Verkehr von der einen Straße wegzunehmen und ihn durch die andere Straße zu leiten. Aber das sind Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden müssen. Also es gab sogar ein Sondergesetz für Lärmschutz für die Region. Menschen, die an den Umleitungsstrecken wohnen, können Anträge für den Einbau von Lärmschutzfenstern und Lüftern stellen. Auch Martin Krings hat sich Lärmschutzfenster einbauen lassen. Sie helfen ein bisschen, sind aber keine Lösung. Also im Moment fühle ich mich hilflos. Ja. Vielleicht ändere ich was an der Situation, indem ich nicht die LKWs hier wegbekomme, sondern mich aus der Situation nehme. Ich habe ein schönes Häuschen, wir wohnen hier seit 33 Jahren. Ich will hier eigentlich meinen Lebensabend verbringen, aber das sehe ich so nicht. Das will ich so nicht. Wir überlegen, eventuell zu verkaufen, aber wenn, dann würden Sie für so eine Immobilie im Moment ja, ich sag grob gesagt, nur die Hälfte bekommen. Sowas tut man nicht. Das ist meine Lebensversicherung gewesen und für meinen Lebensabend. Ich muss irgendwie für mich einen Modus finden, dass ich mit dieser Situation umgehen kann, ohne krank zu werden, ohne vor die Hunde zu gehen, auf Deutsch gesagt. Im Dezember 2022 gibt es immer noch keine Informationen über einen neuen Sprengtermin. Auch für die Verkehrssituation gibt es keine Lösung. Die Unternehmer Dietrich Alberts und Thomas Müchler treffen sich zu einem Krisengespräch. Sie fühlen sich von den Verantwortlichen im Stich gelassen. Ich verzweifle langsam. Du kriegst auch kein Personal, kein neues Personal, wenn die hören, wo die Firma sitzt. Unsere Mitarbeiter sind eine halbe Stunde pro Arbeitsweg länger unterwegs als vorher. In diesem einen Jahr, jetzt habe ich schon 5 Mitarbeiter verloren, die halt teilweise abgeworben werden, teilweise wirklich keine Lust mehr haben, sich so lange in den Stau zu stellen. Und es ist ja keine Perspektive da, dass sich was ändert. Die Brücke steht immer noch. Und die suchen sich auch selbst dann andere Stellen. Jetzt zum Schluss ist unser QMB, das ist der Qualitätsmanagementbeauftragte. Das ist auch dann eine gehobene Position gewesen, hat uns jetzt verlassen. Und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wenn das so weitergeht, mache ich mir wirklich Sorgen um den Bestand der Firma, um die Zukunft. Wir haben das Thema, dass die Leute keine Perspektive haben von der Zeit her, wenn es jetzt 1 oder 2 Jahre wären.
Aber wenn es 5 Jahre plus X sein sollte, dann suchen die sich eine andere Arbeitsstelle. Und die mangelnde Perspektive schiebe ich auch darauf, dass die Politik vielleicht willens ist, was zu ändern, aber in Verfügungen, Verordnungen, Gesetzen, Hierarchien der Gesetzgebung so gefangen ist, dass die Beschleunigung fast gar nicht möglich ist. Von jedem einzelnen Mitarbeiter, von jedem Menschen wird heutzutage Flexibilität verlangt. Da verlange ich das auch vom Bund und Land. Wir haben so viel Weltmarktführer, die Bevölkerung von den Produkten her kennt. Und der Zusammenhang, dass die bei uns im Kreis Lüdenscheid hergestellt werden, das muss doch nicht nur ein Reißer sein, dass wir alle betroffen sind. Ja. Und das betrifft die ganze dass sich Region. Unsere Wettbewerber freuen, dass wir hier so eine Problemsituation haben. Das ist so wichtig für uns. Und wir hatten alle gehofft, dass die Rahmedetalbrücke so ein bisschen das Signal ist wie die Genua-Brücke in Italien. Man kann, wenn man will, auch schneller handeln. Die Morandi-Brücke in Genua stürzte am 14. August 2018 ein. Sie ist ebenso wie die Rahmedetalbrücke eine wichtige Lebensader. Die Verbindung zwischen Italien und Frankreich. 43 Menschen kamen ums Leben. Die Brückenreste wurden ein knappes Jahr später gesprengt. Nicht einmal 14 Monate danach wurde die neue Brücke für den Verkehr freigegeben. Jetzt sind die Voraussetzungen in Italien und Deutschland andere. Wir haben hier keine Toten gehabt. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass wenn eine Brücke hier zusammenstürzen würde, wir auch nicht 5, 6, 7 oder länger brauchen würden, Jahre, um die Brücke wieder zu errichten. Und der große Unterschied ist, dass die italienische Regierung per Dekret Sondergesetze erlassen kann. Und das geht in Deutschland so in dieser Form nicht, weil es hier ein Notstandsgesetz wäre. Und in dem Moment tasten sie das Grundgesetz an, was mit Notstandsgesetzgebungen aufgrund unserer Vergangenheit einfach anders umgeht, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Und so eine Möglichkeit eines Sondergesetzes aus der Regierung heraus hat es in Deutschland nicht gegeben. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, ob nicht das Parlament in der Lage ist, in Berlin zu sagen, wir schaffen jetzt hier ein Sondergesetz. Und da muss man dann halt die Frage stellen, ist die Wahrnehmung dieser Brücke als nationales Sinnbild für Infrastruktur tatsächlich da? Oder ist der Eindruck doch, das ist eher, sagen wir mal, ein regionales Problem, wo man sich jetzt nicht unbedingt dran trauen muss, ein Sondergesetz dafür zu machen? Für die Firma Kemper ist die Verkehrssituation in Lüdenscheid ein nationales Problem, das dringend gelöst werden muss. Für ihre Produktion braucht sie 200 Tonnen Draht pro Monat. Seitdem die Rahmedetalbrücke gesperrt ist, gibt es Anlieferprobleme. Die Lkw müssen Umwege fahren und stecken im Dauerstau fest. Wir haben uns in der Vergangenheit immer gefreut, dass wir nah an der Autobahn sind. Jetzt haben wir die Autobahn direkt vor der Haustür. Unsere Lieferanten, wenn sie von der falschen Seite kommen, müssen sie erstmal die Straße so weit nach oben fahren, bis sie drehen können. Und das dauert dann für ein paar Meter 15, 20 Minuten. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Probleme, an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Und nichts passiert. Und der Zusammenhang fehlt, dass Lüdenscheid nicht nur ein kleines Dorf ist, was jetzt gerade nicht mehr erreichbar ist, sondern dass auf der gesamten Welt Lieferketten zusammenbrechen oder Lieferketten beschädigt werden durch eine nicht funktionierende Brücke. Und selbst in Berlin, die Bundestagsabgeordneten, die mit dem Fahrrad, mit dem Lastenrad in den Bundestag fahren, dann eben nicht mehr das Leben so führen können, weil die Teile aus dem Fahrrad, die Regale im Supermarkt, jedes Funktionsmittel, selbst die S-Bahn, die U-Bahn, die dann in den Bundestag fährt, dass da ganz viele Teile aus dieser Region kommen und die nicht mehr dort ankommen. Unter anderem auch das Bobbycar der Kinder kann nicht mehr bedient werden. Man wird hingehalten, keiner weiß, wann genau die Brücke gesprengt werden wird. Katastrophe. Also wir fühlen uns wirklich alle alleingelassen hier. Vor Ort habe ich immer wieder gehört, dass die Kommunikation nicht funktioniert, auch mit dem Sprengtermin. Die Leute wussten monatelang nicht, was jetzt ist, wann wird die Brücke gesprengt. Ja, das, gut, also das Problem mit der Kommunikation ist immer, dass wir nur die Informationen geben können, die wir selbst wissen. Und diese Dinge sind eben sehr komplex. Und man will immer ganz früh einen Termin wissen.
und hält es dann für transparent und hervorragende Kommunikation, wenn irgendein Datum genannt wird. Wenn diese Daten aber nicht verlässlich sind, dann schaffen sie keinen Mehrwert. Und wir wissen oft auch erst sehr spät ganz präzise Daten. Familie Müchler sucht dringend neue Arbeitskräfte. An der Staustrecke machen sie Werbung. Einer hat sich bislang beworben. Ein paar andere können sich vorstellen, hier zu arbeiten, wenn die neue Brücke steht und der Bus wieder fährt. Dabei haben die Müchlers immer wieder Lösungen angeboten. Da gab es auch mal Vorschläge, zum Beispiel einen Fahrradweg irgendwie einzurichten oder ein Parkverbot für Autos auf dem Seitenstreifen auf den Hauptumleitungsstrecken. Nur da kommt irgendwie nichts zurück und man hat das Gefühl, man möchte lieber nichts verändern, anstatt jetzt irgendwas zu verändern, was hinterher vielleicht unter Umständen zurückführen könnte, dass man da eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber dieses Machen, das fehlt halt einfach. Die ganze Stadt hier ist im Begriff zu sterben. Und das kommt nicht vernünftig an, dass man hier den Ernst der Lage mal so richtig erkennt. Die Entscheidungsträger hier sind in der Richtung taub und blind. Im Lüdenscheider Rathaus gibt es seit der Brückensperrung ein Brückenbüro und einen Bürgerbeauftragten. So etwas gab es in Deutschland noch nie. Die Idee kommt aus Berlin vom Bundesverkehrsministerium. Chef des Brückenbüros ist Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. Seine Aufgabe? Mit Bürgern und Politikern kommunizieren. Wir sind diejenigen, die vor Ort hier sind. Und wir sind diejenigen, wo sich die Menschen hinwenden. Und wir sind aber diejenigen, die am wenigsten für diese Situation können und die auch am wenigsten ausrichten können. Und deswegen ist das natürlich eine Situation, die uns extrem nervt und auch extrem ungeduldig macht. Und jetzt bin ich eher ein Typ, der in sich einigermaßen ruhend und gelassen ist, weil ich glaube, sonst wäre ich tatsächlich schon durchgedreht in diesen Monaten. Und Sie können mir glauben, es gibt Wochen, da kann ich damit gut umgehen. Es gibt aber auch Wochen, da könnte ich den Schreibtisch aus dem Fenster schmeißen. Die größte Belastung nach wie vor ist für uns der Schwerlastverkehr, der nicht in diese Stadt und in diese Region muss. Wir wollen, dass der Schwerlastverkehr, der hier nicht durch muss, in Stadt und Region auf der Autobahn umgeleitet wird. Und da werden wir auch nicht locker lassen. Naja, die Zuständigkeit für die Umleitungsverkehre liegt nicht beim Bund. Das wissen alle vor Ort. Ich halte das nicht für gut, dass man sich der Verantwortung da nicht stellt und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation für die Menschen nicht nutzt. Also wir haben uns darum gekümmert, sofort nachdem ich im Amt war, dass wir versucht haben, wie kann man Lüdenscheid tatsächlich entlasten. Es ist möglich, auf den Umleitungsstrecken, die wir heute haben, die vom Lkw-Verkehr freizumachen. Die Möglichkeit hat der Kreis und die Stadt Lüdenscheid. Die müssen davon Gebrauch machen. Wir sind zwar anordnende Behörde für unser Stadtgebiet, aber es betrifft eben nicht nur unser Stadtgebiet. Die Autobahnabfahrt Lüdenscheid-Nord beispielsweise liegt nicht auf dem Stadtgebiet Lüdenscheids, sondern auf dem Stadtgebiet Schalksmühle. Hier ist der Märkische Kreis mit im Boot. Der Märkische Kreis ist unsere Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde vom Märkischen Kreis ist die Bezirksregierung Arnsberg. Also ist nicht damit getan, dass Herr Krischer was genehmigt und ich setze das dann hier so einfach um. So einfach ist das nicht, aus Landessicht vielleicht, aber nicht so leicht aus Sicht der Stadt Lüdenscheid. Menschen zu täuschen in einer solchen Situation, indem man auf die Zuständigkeit anderer verweist, obwohl man selbst zuständig ist, finde ich schade. Es wäre ja ein Anreiz, dass man die Maut so verändert, dass LKWs, die nicht in der Region liefern oder abnehmen, dass die großräumig den Raum umfahren, das mit Mautanreizen so hinzubringen, dass die andere Strecken wählen. Das müsste der Bundesverkehrsminister tun. Das tut er leider nicht. Ich bedauere das sehr. Keiner übernimmt Verantwortung. Das geht los hier beim Oberhaupt der Stadt und das geht weiter übers Land, über den Bund. Und unser Eindruck ist, ja, nichts verändern, bevor man nicht irgendwie dann sich in den Nessel setzt. Mitte Januar 2023. Es gibt immer noch keinen neuen Sprengtermin für die Rahmedetalbrücke und kein Lkw-Durchfahrtverbot. Wir fragen bei der Autobahn GmbH nach einem Interviewtermin und werden vertröstet. Für das Baugenehmigungsverfahren der Brücke ist das Fernstraßenbundesamt zuständig, in Leipzig. Dort bekommen wir eine Absage.
Das Bundesverkehrsministerium will erst nach Bekanntgabe des Sprengtermins ein Statement abgeben. Am meisten ärgert mich tatsächlich die Form und die Art der Kommunikation. Dass das alles schwierig ist, technische Herausforderungen, ich bin ja kein Bauingenieur, rechtliche Rahmenbedingungen, alles klar. Aber dennoch, glaube ich, wäre es ganz wichtig gewesen, von Anfang an mit offenem Visier zu kommunizieren, wo liegen die Probleme, was sind unsere Herausforderungen, was ist das, was wir an der Stelle tun. Am 27. Januar 2023 teilt das Fernstraßenbundesamt Leipzig mit, die Rahmedetalbrücke kann als Ersatzneubau in einem vereinfachten Verfahren gebaut werden. Noch kann gegen diese Entscheidung Klage erhoben werden, zum Beispiel von Naturschützern. Wir werden hier diese Baustelle weiter kritisch begleiten. Wir werden schauen, dass die Auswirkungen auf Natur und Umwelt so gering wie möglich sind. Wir werden uns mit dafür einsetzen, dass die Menschen so wenig wie möglich von diesen Baustellen belastet hier werden. Aber wir werden hier auf dem Klagewege nichts mehr verbessern können. Im Umfeld und in der Rahmedetalbrücke leben geschützte Tierarten, für die ein neues Zuhause gefunden werden musste. Wir hatten ja hier die Situation, dass in diesem Brückenbauwerk das bedeutendste Fledermausvorkommen Südwestfalens war. Und deswegen haben wir sehr frühzeitig, und das ist etwas, was übrigens recht gut gelaufen ist, haben sich alle verantwortlichen und zuständigen Naturschützer zusammengesetzt und überlegt, mit welchen vorbereitenden Maßnahmen können wir vor allen Dingen die geschützten Arten so aus diesem Gebiet herausbekommen, damit sie eine Chance haben, in ihrer Population zu bestehen. Und dazu sind den Fledermausarten solche Ersatzquartiere angeboten worden, mehrere. Dazu sind mehrere Höhlen geöffnet worden hier im Umfeld. Es sind auch Haselmäuse umgesetzt worden und umgesiedelt worden. Also mit den besonders geschützten Arten hat man sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Nur ein Falke lebt immer noch in der Brücke. Mit Flatterbändern hat man versucht, ihn zu vertreiben. Vergeblich. Ja, den Falken kann ich gut verstehen. Das ist für ihn ein ideales Biotop. Für den Falken sind Ersatzlebensräume angeboten worden. Er hat sich aber erstmal für sein altes Heim entschieden. Der Falke erfreut sich bester Gesundheit und brütet im Moment unter der Brücke. Dort werden die Jungen, die dann geschlüpft sein werden, vor der Sprengung evakuiert und Zieheltern zugeführt. Und die Alttiere, die sich dann aber noch an der Brücke befinden, die werden durch eine sogenannte Vergrämungssprengung erschreckt. Sprich, ein lauter Knall. Tiere erschrecken sich, fliegen davon und dann die Hauptsprengung, bevor die Tiere sich wieder unter die Brücke setzen können. Er wird mit ansehen, wie sein Nest weggesprengt wird. Wir können am 7. Mai die Brücke nun sprengen, nachdem ein sehr aufwendiges Fallbett errichtet worden ist. Wir haben immer gefordert, nach Sperrung 5 Jahre minus X und das X möglichst groß machen. Wir haben die Hoffnung, es gibt noch weitere Beschleunigungsmöglichkeiten. Zumindest fordern wir sie ein, weil das ist wirklich etwas, was eine ganz große Bedeutung für die gesamte Region hat. Dass jeder Tag zählt an der Stelle tatsächlich. Jeder Tag, der die Brücke eher eröffnet wird, ist ein wertvoller. An der katastrophalen Verkehrssituation in Lüdenscheid hat sich auch im April 2023 nichts verändert. Heike und Carsten Prillwitz leiden immer noch unter dem Lärm und Dreck der Lkw, vor dem sie nicht einmal im Garten Ruhe haben. Das war mal unser Paradies. Das können wir jetzt vergessen, weil man hält es hier draußen nicht mehr aus. Wir mähen hier nur noch Rasen, wir werden auch keine frischen Blumen mehr kaufen. Wir haben, was hier drin ist, bleibt jetzt drin. Und wir machen nur noch so, dass das hier praktisch nicht vergammelt. So sah das Paradies von Heike und Carsten Prillwitz aus, als die Welt in Lüdenscheid noch in Ordnung war. Es soll ja auch ein Durchfahrtverbot kommen. Es ist auch wohl genehmigt, aber es passiert nichts. Der eine redet so, der eine so. Und es ist keiner für zuständig, ob das jetzt Autobahn GmbH ist, ob das die Stadt Lüdenscheid ist. Einer schiebt auf den anderen. Und deshalb bin ich total wütend auf alles, was da bisher stattgefunden hat. Autofahren macht für das Ehepaar Prillwitz bei dem Verkehr schon lange keinen Sinn mehr. Die beiden haben sich Fahrräder gekauft. Vor ein paar Tagen ist Heike Prillwitz gestürzt, weil sie einem LKW ausweichen wollte.
in Lüdenscheid ist Fahrradfahren sowieso lebensgefährlich, weil es einfach keine Radwege gibt. Und hier, bedingt durch diese ganzen LKWs, fühlt man sich nicht mehr wohl. Man versucht dann schon mal auf den Bürgersteig auszuweichen, aber mittlerweile ist das alles zugepackt mit PKWs auch auf den Bürgersteigen. Also fährt man wieder auf die Straße und ist dann der Gefahr ausgesetzt. Der Bus fährt auch nicht mehr. Hier war mal eine Haltestelle. Im Juni soll es ein Durchfahrtverbot für den überregionalen Lkw-Transitverkehr geben. Warum erst so spät, fragen sich Martin Krings und Hubert Gerbersmann, ein befreundeter Anwohner. Martin Krings glaubt nicht mehr an eine Lösung. Da es abzusehen ist, dass das mindestens noch 5 Jahre dauern wird, haben meine Frau und ich überlegt, wahrscheinlich, vielleicht, wir müssen es mal durchrechnen, dass wir unser Haus abschließen und für eine Zeit Lüdenscheid verlassen. Soll das so weitergehen, bis die neue Brücke steht? Die Menschen hier fühlen sich alleingelassen von der Politik. Sie haben sich engagiert, immer wieder Vorschläge zur Verbesserung ihrer Situation gemacht. Erreicht haben sie nichts. Viele Bürger und auch Bürgermeister und andere sind mit Ideen gekommen, sind aber dann irgendwo an den rechtlichen Hürden gescheitert. Nee, man hat noch nicht viel oder eigentlich noch gar nichts für uns getan. Man kann nur hoffen, dass andere Brücken nicht so marode sind, dass sie genauso gesperrt werden müssen wie unsere Rahmetalbrücke. Denn das, was wir hier durchmachen, das möchte ich keinem anderen Bürger in Nordrhein-Westfalen wünschen. Drei Wochen vor der Sprengung der Rahme der Talbrücke. Es gibt noch einmal eine Pressekonferenz. Und wir haben mit ganzer Kraft versucht, bei der Autobahn GmbH alles dafür zu tun, damit wir am 7.5. hier stehen können und die Brücke sprengen können und auch für den Neubau der Brücke alles zu erreichen. Wir haben viel geschafft, viel haben sie nicht mitbekommen. Das meiste ist im stillen Kämmerchen in den Büros passiert. Auch Anwohner Hubert Gerbersmann erfährt nicht viel von dem, was im stillen Kämmerchen passiert ist. Auch zum Verkehrschaos nichts Neues. Die Anwohner haben seit der Sperrung der Talbrücke Rammete im Dezember 2021 wirklich massive Einschränkungen erleiden müssen. Und das tagtäglich. Und das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Auch die Wirtschaft hier vor Ort ist stark beeinträchtigt durch Umwege. Und deswegen ist es auch nur absolut folgerichtig, dass Herr Bundesminister Wissing das Projekt ganz, ganz oben in der Priorität angesiedelt hat. Ich habe mir das angehört. Man hat sich gegenseitig auf die Schulter geklopft, was man alles geschafft hat. Ja, man sagt, der 7. Mai, das ist 7 Monate später als vom Herrn Wissing angekündigt. Das sind Fakten. Stellt sich praktisch ganz exakt. Auch Sprengmeister Michael Schneider ist da, demonstriert, wie die Brücke fallen muss. Und erzählt, warum sich aus seiner Sicht die Sprengung der Brücke verzögert hat. Ja, weil letztendlich sich herausgestellt hat, dass die Brücke ganz andere oder zum Teil zumindest andere Gegebenheiten aufgewiesen hat, als die Pläne hergegeben haben. Und als es dann zur Ausführung gegangen ist, dann hat man festgestellt, Moment mal, die Brücke wurde doch in Teilen anders erstellt, als es in den Planvorgaben der Fall gewesen ist. Und damit musste erst mal umgeplant werden. Und das macht man natürlich bei so einer Brücke nicht von heute auf morgen. Die Unternehmer Dietrich Alberts, Thomas und Yannick Müchler wollen sich ein letztes Mal die Rahmedetalbrücke anschauen. Das ist ein Etappenziel, das muss man so sehen. Ja, also wenn wir keine Etappenziele haben, das wäre ja noch frustrierender. Termin ist da, die Brücke kommt runter, wir sind einen großen Schritt weiter. Und dann muss nur noch in Anführungsstrichen eine neue Brücke her. Aber da sind wir mal gespannt, wie da der Zeitplan aussieht. Gesprengt wird am 7. Mai 2023. Der Termin steht. Das Fallbett ist fast fertig. Die Schutzwände für die Häuser stehen auch schon. Aber wann soll die neue Brücke fertig sein?
Wie lange wird die wichtigste Wirtschaftsregion NRWs noch abgeschnitten sein? Es gab mal einen 5-Jahres-Plan. Wer mich heute fragt, wann diese Brücke realisiert wird, dem muss ich offen und ehrlich sagen, dass ich das nicht weiß. Wie soll ich es wissen? Ich kenne noch nicht die Angebote der Bauwirtschaft, wie schnell sie diese Brücke realisieren können. Wir werden sagen, macht uns ein schnelles Angebot, das schnellste Angebot soll zum Zuge kommen. Und wie soll der Bundesminister wissen, was das schnellste Angebot ist, wenn die Ausschreibung nicht abgeschlossen ist? Wir haben mittlerweile 3 Bieter. Die erarbeiten zurzeit ein Konzept und arbeiten an der Planung der Brücke. Die werden demnächst ein Angebot abgeben. Und Bestandteil dieses Angebotes ist es, nicht nur einen Preis abzugeben wie sonst, sondern die müssen uns auch vorstellen, wie sie die Brücke bauen wollen und vor allen Dingen, wie schnell sie die Brücke bauen wollen. Der Tag der Sprengung. Endlich. Ganz Lüdenscheid will dabei sein. Auch Thomas Müchler und Sohn Yannick wollen das Spektakel live erleben. Ja, cool. Auf dass die Brücke endlich fällt. Der Countdown läuft. Um Punkt 12 Uhr soll die Brücke fallen. Alter Schwede. Erster Schritt ist getan, jetzt geht's weiter. Schauen wir mal, wenn wir das erste Mal wieder drüber fahren. Die Rahmedetalbrücke ist längst ein Symbol für den Verfall der deutschen Infrastruktur. Viele Autobahnbrücken sind in die Jahre gekommen. Der Bundesverkehrsminister sagt selber, allein in Nordrhein-Westfalen sind 873 Autobahnbrücken in den nächsten 10 Jahren komplett zu sanieren oder neu zu bauen. 873 Brücken in 10 Jahren zu sanieren ist durchaus möglich, wenn man klare Prioritäten hat, wenn man das vorhandene Personal bei der Autobahn GmbH, das vorhandene Geld im Bundeshaushalt auf diese Sanierung der Brücken und der Autobahnen insgesamt konzentriert. Und wenn man es nicht für viele zum Teil fragwürdige Neubauprojekte ausgibt. Wir haben deswegen ein Sanierungs- und Ersatzneubauprogramm für 4000 Autobahnbrücken in Deutschland aufgelegt, die in einem Zustand sind, in dem gehandelt werden muss. Das muss abgearbeitet werden bis Ende des Jahrzehnts. Dann sind diese Risiken unter Kontrolle. Und auf dem Weg dahin müssen wir durch eine bessere Auswahl der dringendsten Projekte sicherstellen, dass sich nicht so etwas wiederholt, was man im Rahmedetal gesehen hat, nämlich dass man das wichtigste und eiligste Projekt ausgerechnet zurückstellt, anstatt es sofort anzugehen. Das bindet irre viel Personal. Das haben Sie nicht? Nein, nicht genug. Wir haben viel Personal, wir stellen permanent ein, sehr viel ein, regelmäßig ein, aber wir suchen auch noch händeringend. Wir brauchen dringend noch mehr Personal, um diese Aufgaben, um diese Herausforderungen zu meistern.